Verehrte Sirs, my lords und my ladies, Valar Morghulis zu einer neuen Episode von The Black Dream, in der wir versuchen werden, den Traum der Blackfyres fortzuführen und zu vollenden, nämlich die falsche Dynastie von Daeron Targaryen zu stürzen und in unseren rechtmäßigen Platz auf dem Eisernen Thron einzunehmen. Dazu sind wir in der letzten Folge hier in Westeros erneut gelandet, haben uns hier in Blackhaven, der Festung der Dondarrions, niedergelassen. Und wir werden jetzt demnächst den ersten Dienst für einen fremden Lord vollüben. Aber vorher... ich habe mir mal angeguckt, wie das jetzt hier funktioniert mit diesem Request Legitimate Support. Ich hab das mal einfach gemacht, jetzt ohne Aufnahme, halt dann vorher gespeichert, jetzt neu geladen. Funktioniert ganz nett. Da können wir jetzt wirklich darüber verhandeln, wie viel... Unterstützung wir jetzt von Lord Dondarrion kriegen. Ich werde es jetzt gleich machen. Was ich dann auch probiert habe zu testen ist, wie wir diesen Support genau bekommen, wenn es dann zum Krieg kommt. Also ich wollte gucken, die Truppen zum Beispiel, die ihr uns verspricht, spawnen die hier bei Blackhaven? Kriegen wir die als Sondereinheit direkt bei uns gespawnt und so weiter? Wollte ich mal testen. Ging leider nicht, weil wenn ich jetzt den Krieg erklären will, unserem Onkel hier, es geht nicht, weil unser Camp befindet sich im selben Reich wie er. Also wir müssen quasi Westeros, die sieben Königsländer, verlassen, um diesen Krieg zu erklären. Vom Balancing kann ich das verstehen, weil ansonsten könnte ich mich halt einfach in die Hauptstadt stellen, den Krieg erklären... Und dann stünden meine Truppen direkt in der Hauptstadt. Deshalb, von Balancing macht Sinn. Von der Immersion ist es natürlich ein bisschen komisch, warum wir erst das Land verlassen müssen, um diese Rebellion auszurufen. Vor allem, weil Blackfyre Rebellion 1 und auch Blackfyre Rebellion 2, die von uns quasi gemacht wurde, die wurden innerhalb der sieben Königsländer ausgerufen. Aber naja. Ich habe mir schon was überlegt, ich werde es dann so machen, wir werden dann zurück nach Tyrosch segeln und um dann quasi Bitterstil nochmal versuchen zu überreden, mitzumachen, so nach dem Motto, so Daemon zeigt dann so, von wem er alles die Unterstützung bekommen hat, so viele Truppen haben wir, denkst du immer noch, dass das nicht klappen wird, komm, mach doch mit. Und da muss ich noch gucken, wie ich das dann mache, ob ich Bitterstil dann quasi in mein Gefolge cheate oder sowas. Muss ich mal gucken. Oder ob ich das auswürfel, ob er dann mitmacht oder nicht. Jedenfalls, wir werden dann, sobald wir genug Truppen haben, nach Tyrosch segeln und da die Rebellion ausrufen. So. Aber um die Rebellion auszurufen, brauchen wir natürlich erstmal Unterstützung. Und genau das werden wir jetzt mal machen. So. Also, ich gehe jetzt mal zu Lord Leslyn Dondarrion und sag hier, guck mal, ich bin... Dein rechtmäßiger König. Ich bin der Blackfyre. Was hältst du davon, wenn wir mal darüber reden? So. Willkommen. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Sagt Lord Leslyn, als ich im Geheimen vor ihm stehe. Wir haben sehr viel zu bereden. Aber zuerst sollten wir uns um das Ziel eurer Ambitionen mal sicher sein. Ihr scheint ja mehrere Ansprüche auf verschiedenste Titel zu haben. Und wünschen euch natürlich, dass ihr sie alle irgendwann mal einmal in Besitz nehmt. Aber wir sollten natürlich dieses Vorhaben mit einem klaren Ziel starten. Ich habe gehört, dass die sieben Königslande zu dieser Jahreszeit sehr nett sein sollen. Ist eine komische Aussage, aber naja.
Aber die Wahl steht bei uns natürlich bei euch. Ja, jetzt können wir uns überlegen, für welchen unserer Ansprüche, wir haben ja viele, jetzt aufgedröselt haben wir ja viele, für welche Ansprüche wollen wir jetzt Unterstützung haben? Lord Paramount of the Crownlands, wollen wir nur Dragonstone haben, aber natürlich, wir wollen sieben Königslande haben. Darum geht's ja hier. So. Wir können euch Gold und unsere feinsten und besten Krieger versprechen. Im Austausch für, sagen wir mal, die Hälfte des jährlichen Einkommens der sieben Königslande, sagt Lord Leslin, ohne Zeit zu verschwenden. Wir können nicht erwarten, bis wir den Kopf von König Deren auf einem Speer sehen. Und bitte langweilt uns nicht beide, während ihr bis ihr nach dem unausweichlichen Meer fragt. Es gibt zu meiner Geduld auch ein Limit. So, wir haben jetzt 11 Runden, in denen wir verhandeln können. Also 11-mal können wir hier was auswählen und ihn irgendwie um was Neues bitten. Das kann natürlich auch immer schief gehen. Ich glaube, und jetzt können wir direkt mal noch, bevor diese 11 Runden beginnen, können wir direkt mal nochmal mit was starten. Baffle him with gibberish. We'll get more turns. Ah, hier könnten wir unsere Runden erhöhen, aber 11 reichen vollkommen genügen, denn das geht halt auf Diplomatie-Challenges und wir sind halt ein Monster, was Diplomatie angeht. 22, das ist schon krass. Also. Dazzle him with brilliance. 99%. Wir beginnen die Verhandlung mit einem erhöhten Grad an Support. Jo. Also dann ist schon das Anfangsangebot von ihm, so verstehe ich das, ist das Anfangsangebot von ihm schon erhöht. Eine angespannte Stimmung. Es geht um viel. The stakes are high. Ich kann das immer sowas immer nicht übersetzen. Von Lord Leslins Haltung aus kann man sehen, wie wichtig ihm diese Angelegenheit ist. Wir erkennen ganz klar, dass es hier um eine strahlende Zukunft vor uns liegt. Wir gehen davon aus, dass ihr die Möglichkeit habt zu delivern, ja, zu siegen und nicht zu enttäuschen. Und wir machen eigentlich keine Fehler bei solchen Einschätzungen. So, also. Lord Leslin verspricht uns einen moderate Unterstützung. 600 Gold und 1000 Elite-Truppen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, dieses Elite-Truppen, sind das wirklich bessere Truppen oder sind das einfach Levies? Und das heißt nur für Fluff, irgendwie Elite Troops. Ich weiß es nicht. Jetzt kommen wir zu der Bezahlung. Nachdem wir den Eisernen Thron erobert haben, müssen wir zweimal im Jahr für zwei Jahre lang, alle zwei Jahre müssen wir zweimal im Jahr die Hälfte der jährlichen Einkommen des Eisernen Throns zahlen. An ihn. Das ist, wenn ich das richtig überfliege, das ist eine Hausnummer. Das ist krass. Aber dass dieser Support nicht umsonst kommt, das war klar. Ja? Damit war zu rechnen. Wenn wir hier mit so gut wie überhaupt keiner eigenen Truppe im Rückhalt hier ankommen. Und wir sind halt auf die Unterstützung der Vasallen angewiesen, ohne die das Ganze nicht läuft. Ja, das ist teuer. Das wird definitiv teuer, hier die Black-Weiß zu installieren. Aber ich meine, wir spielen ja auch einen freigebigen Charakter.
Der geht darauf ein. Aber wir verhandeln natürlich drum, ja. Also wir könnten ja sagen, ne, wir brauchen aber mehr. Dann bekommen wir mehr. Ich gehe das Ganze jetzt ein. Also ich mache jetzt diese Verhandlung, mache ich mal wirklich ganz durch. Ich weiß nicht, vielleicht skippe ich, vielleicht fasse ich die späteren dann ein bisschen zusammen. Muss ich mal gucken. Wir könnten jetzt sagen, wir brauchen auf jeden Fall mehr. Wir kriegen dann auch mehr, aber für eine weitere Zahlung. So. Jetzt, das ist wieder eine Diplomatie-Challenge. Und hier hätten wir eine Stewardship-Challenge. Aber natürlich... Glorie ist mehr wert als nur Gold. Oder wir... Oder natürlich, wir könnten auch sagen, okay, passt. Ja, aber nein, natürlich hier auch wieder... Entschuldigung. 99%. Wir überzeugen Lord Leslin, uns mehr Unterstützung zu geben. Ohne, dass wir mehr zahlen müssen. Natürlich. So, jetzt kriegen wir schon 900 Gold und 1500 Elite-Truppen. Ich glaube, das hier ist... Ah ne, hier, er sagt dann, ha, ich wünschte, ich könnte den Blick auf König Daerons Gesicht sehen, wenn ihr in den Red Keep marschiert mit unseren Truppen. Wir könnten dasselbe wieder machen. Machen wir auch, aber wie wir jetzt sehen, ist die Chance, also der Schwierigkeitsgrad erhöht sich natürlich immer. Jetzt besteht die Chance nicht mehr bei 99%, sondern nur noch bei 91%, dass wir dasselbe nochmal machen. Und ich meine, natürlich, wir sind ein Ass in Diplomatie. Wir machen das jetzt, wir gehen das durch, wir holen da so viel raus, wie geht. Wir haben ihn wieder. Was sagt er jetzt? Ja, ja, so, das könnte hinkommen. Mit dem Segen der Sieben wird das funktionieren. Warum seid ihr nicht eher zu uns gekommen? Ihr müsst sicherlich an eurem Timing arbeiten, wenn ihr gewinnen wollt. Na gut. So, jetzt sind wir bei 85% Erfolgschance. Und, achso, wir bekommen 1200 Gold und 2000 Truppen. Ich mache natürlich weiter. So, jetzt wird es allmählich repetitiv. Das hatten wir schon mal gelesen. 1500 Gold und 2500 Truppen. Und wir können das noch 8-mal machen. So, jetzt 79%. Wir haben ihn wieder überzeugen können. 1800 Gold, 3000 Truppen. Ich würde mal gerne sehen, wie sich das alles berechnet. Natürlich aus unserem... Ah, aber jetzt seht ihr. Jetzt, wir können nicht immer weiter Diplomatie-Sachen machen. Okay. Das nennt sich Balancing, meine Damen und Herren. Aber wie sich das denn genau berechnet? Okay, er ist auch schon ziemlich schlecht in Diplomatie. Vermutlich geht das noch mit da rein, warum das jetzt so krass war. Wir könnten jetzt versuchen, auf hier Stewardship zu gehen und es zu versuchen, aber da sind wir schon 46%, dass es nur noch, dass es gelingt. Aber ich glaube, also wenn ich es richtig verstehe, wenn das jetzt schief geht, dann bleibt das bei dem, bei dem Level, auf dem wir jetzt gerade sind. Wir verlieren allerdings Prestige. Deshalb können wir das jetzt auch nicht durch und durchziehen, weil Prestige braucht man auch als Landless Adventurer. Ich werde es jetzt einmal probieren. Nee, hat nicht geklappt. Aber es bleibt, es ist auch schon über ein überwältigender Support. 1800 Gold und 3000 Truppen.
wir nehmen dieses Angebot der Dondarions an. 1800 Gold, 3000 Truppen. So. Die zwei Herrscher sind in hitzigen Debatten und Verhandlungen beschäftigt. One with crown on his temples, while mine are still bare. Okay, also einer mit einer Krone auf dem Haupt, was nicht ganz stimmt, weil die Lords tragen keine Kronen. Aber was ist denn Wariness? Wie übersetzt man das denn? Ach, ich weiß es gerade nicht. Wir fühlen auf jeden Fall schon die Bürde der Krone auf unserem Haupte. Mein Gesichtsausdruck muss mich verraten haben, denn Lord Leslin lächelt wissend. Ein guter König wird aus euch werden. Und auch bald. 4 Jahre höchstens. Unsere Truppen und Gold werden dafür sorgen. Und bitte sorgt euch nicht. Wir werden euch daran erinnern, falls ihr es vielleicht vergessen solltet. Er hebt seinen Kelch, um unser Abkommen mit einem Toast zu besiegeln. So, das ist jetzt nämlich auch wichtig. Wir können das jetzt nicht für den Rest unseres Lebens hier uns Zeit nehmen. Ab jetzt haben wir, wie er jetzt erstmal sagt, 4 Jahre Zeit. Wenn wir innerhalb der 4 Jahre die Rebellion ausrufen, dann kriegen wir diesen Support. Sonst wird das vermutlich verfallen einfach. Aber wir können jetzt noch sagen, hier Verhandlungen, Geduld ist von entscheidender Bedeutung in militärischen Angelegenheiten. Dann wird sich das nämlich erhöhen, die Deadline. Haben wir 56% Chance, dass das klappt. Denn das ist eine Marshall Challenge. Und er wird uns dann aber auch einen, er hat dann einen Weak Hook auf uns. Wäre das hier auch? Ah doch, okay, das ist immer so. Das werden müssen wir machen. Scheiße, hat nicht funktioniert. Das hat uns viel Prestige gekostet. Aber, soweit ich weiß, ich guck mal gerade, ist das jetzt hier irgendwo vermerkt? Ich glaube nämlich nicht. Also, dass wir diesen Deal jetzt haben. Und wie viel und alles. Ich glaube nämlich, das steht jetzt hier nirgends. Patrons. Er hat jetzt einen Recook, aber hier steht nicht wofür und sowas. Contracts? Nee. Es scheint nirgendwo zu stehen. Falls es doch irgendwo steht, könnt ihr es mir gern sagen. Wo habe ich denn jetzt meinen Stift? Mein Stift? Hier. Denn ich werde jetzt hier natürlich eine Liste führen. Damit wir ja auch über keinerlei, nicht versehentlich irgendwie die die Frist verpassen. Also, Lord Dondarrion. Ja? Verpflichtung, das war 1800 Gold und 3000 Truppen, glaube ich. Wird schon passen. Und die Frist waren 4 Jahre, also 7. Monat im Jahr 213. Ich glaube, ansonsten hätte er es auf 8 Jahre erhöht, die Frist. Okay. Damit tickt die Zeit und wir müssen weitermachen.
Allerdings werden wir nicht mehr in dieser Folge weitermachen. Denn die Zeit ist um. Und wir haben unseren ersten Blackfire-Supporter aufgestellt. Und beim nächsten Mal machen wir uns dann hier auf von Blackhaven aus. Da haben wir ja jetzt alles erreicht. Werden hier diese Sache erledigen. Und von hier aus können wir dann hoffentlich nach zu unserem geliebten Alan rüber, um dann von hier aus die Lords der Reach auf unsere Seite zu ziehen. Und alter Falter, diese Seuche da oben, die sieht ja böse aus. Die Great Spring Sickness. Ist noch niemand dran gestorben. Achso, ja. Was sieht man hier? King's Landing ausgebrochen. Wie geht's denn? Dem König. Dem König geht's anscheinend gut. Bloodraven geht es auch gut. Noch. Nicht mehr, wenn wir mit dem fertig sind. Aber, okay, das war's. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal.